Das Wiener Derby endet mit 1:1. Ich freue mich, neben mir unseren Co-Trainer James Ekalioglu und unseren Torschützen Marko Djuricin begrüßen zu dürfen. Ja, wir beginnen mit kurzen Eingangsstatements und bitten dann um eure Fragen. Wir beginnen mit Cem. Cem, wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ich glaube, das war mal grundsätzlich ein super Spiel für die Fans, war eine sehr intensive Partie. Leider, ich glaube, dass wir die ersten 10 Minuten gut reingestartet sind, dann kriegen wir den blöden Treffer. Aber ich finde, dass die Mannschaft super reagiert hat. Speziell da mit der Kulisse dann so zurückzukommen und auch in der ersten Halbzeit vielleicht sogar noch in Führung zu gehen. Und zweite Halbzeit haben wir ein bisschen was verändert, taktischer Natur, und dann hat es ein bisschen besser funktioniert, konnten nicht mehr so pressen, die Rapidler, und wir haben mehr Ballbesitz gehabt und vielleicht am Ende mit ein bisschen an Glück gehen wir sogar als Sieger nach Hause. Danke, Cem. Ja, Marko, du hast das 1:1 erzielt. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, ich glaube, der Cem hat eigentlich schon alles gesagt. Was positiv ist, nach dem Gegentreffer haben wir, finde ich, richtig gut reagiert. Da sieht man, was wir für eine Entwicklung haben. Bin sehr stolz auf die Jungs und ja, wie es der Cem schon gesagt hat, ich denke, wir waren trotzdem näher dran am 2:1. So nehmen wir den Punkt gerne mit und sind hier weiterhin ungeschlagen. Danke, Marko. Jetzt bitte um eure Fragen. Ja, Peter Klöbel von der Kronenzeitung. Moment. Marko, irgendwie muss ja die Frage kommen. War es auch ein bisschen ein Tor für den Papa? Ich kann nur sagen, es ist Genugtuung für mich oder für unsere Familie. Gibt es weitere Fragen? Nochmal Peter Klöbel. Cem, nur, war viel Kontakt mit dem Trainer oder habt ihr wirklich sehr alleine da agieren können? Naja, grundsätzlich war mal der Plan sowieso gegeben. Im Vorfeld, in der ganzen Woche, haben wir uns besprochen, wie die Idee ist, und haben uns ausgetauscht. Und dann waren wir natürlich schon verbunden mit ihm und haben immer wieder Kontakt gehabt. Christian Hackl vom Standard hat es, glaube ich, aufgezählt. Okay. Gibt es weitere Fragen? War vielleicht das klar, dass Rapid ist ja doch vor allem in der ersten halben Stunde ein sehr hohes Tempo gegangen, dass sie das irgendwann nicht so durchhalten können, weil Rapid war ja heute deutlich jünger als ihr. War das irgendwie klar oder war das im Plan ganz einfach, dass die so nicht weitermachen können über die ganzen 90 Minuten? Ja, uns war klar, dass in der vollen Hütte da jetzt nicht die irgendwie sanft beginnen werden, sondern die schon da andrücken und uns versuchen da einzukesseln. Aber so wie ich gesagt habe, wir haben super reagiert, speziell nach dem Gegentreffer. Und ich finde dann, zweite Halbzeit, so wie wir das ein bisschen umgestellt haben, ist das Pressing nicht mehr aufgegangen. Wir haben viel kontrollierter das Spiel aufbauen können. War vielleicht der ein oder andere Moment, wo wir noch besser das ausspielen können. Aber wir waren, finde ich, zweite Halbzeit sehr dominant. Jetzt kann einer sagen, natürlich, es war nicht der gefährliche Raum. Aber so haben wir ein bisschen das Tempo rausgenommen aus dieser Wucht, was die da vorne haben. Und haben dann uns eigentlich ein paar Möglichkeiten so erspielt. Ja, Alexander Huber vom Kurier. Ich hätte noch eine Frage zu den Anpassungen. Was war das Entscheidende, was ihr in der Pause besprochen habt, dass ihr dann wirklich auf kaum noch Ballverluste beim Spielaufbau gehabt habt? Ich glaube, dass wir erste Halbzeit ein bisschen zu ungeduldig waren, uns ein bisschen von der Kulisse da mitreißen haben lassen, dann zu schnell nach vorne gespielt haben. Und zweite Halbzeit war das ein bisschen besser mit den Innenverteidigern, mit der Torwartkette, mit Benz, mit dem Martell davor. Ich finde, dass wir das viel cleverer gemacht haben, geduldiger gemacht haben, auf den richtigen Moment gewartet haben, dass wir dann reinspielen. Und das war dann besser, haben wir mehr Kontrolle gehabt. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, auf der anderen Seite von Laola. Kannst du ein bisschen konkretisieren, wie der Kontakt ausgeschaut hat? Hat es da vor dem Spiel eine Videobotschaft gegeben von Manfred Schmidt oder in der Pause? Oder habt es nur ihr als Trainerteam mit ihm Kontakt gehabt? Wir als Trainerteam waren mit ihm verbunden. Wir haben die ganze Woche natürlich über Videokonferenz, bei den Trainings war er live dabei, teilweise zugeschaltet. Wir haben uns die ganze Woche gemeinsam damit beschäftigt, wie wir hier auftreten wollen. Das Einzige war halt physisch nicht anwesend, aber ansonsten waren wir natürlich mit ihm verbunden. Wie hast du die letzten Wochen, die waren ja auch für dich persönlich sehr aufregend, erlebt? Zuerst quasi Stellvertreter schon in der Südstadt, dann Aufnahme in den Pro-Lizenzkurs, jetzt wieder quasi Cheftrainer beim ausverkauften Derby. Wie ist das für dich? Ja, ich sehe mich jetzt nicht in der Position, dass ich sage, ich bin der Cheftrainer. Wir haben das gemeinsam mit Mark McCormick. Wir sind das super Trainerteam, auch mit dem Piritz Andi, mit unserem Athletiktrainer. Wir haben die ganze Woche mörderisch geschupft.
da gibt es für mich jetzt nicht, der steht vorne oder der steht vorne, das ist mir wirklich egal. Also wir treten da als Team auf, das war das Wichtigste, finde ich, und das haben wir heute bewiesen. Und es ist einfach ein Zeichen von dem, wie eingeschworener Haufen wir eigentlich sind, dass wir hier, so wie wir heute auch aufgetreten sind. Wie hast du sie erlebt, Marco, den Marc und den Cem? Ja gut, ich kenne den Cem auch schon länger, weiß, was er drauf hat. Und für mich sind beide sowieso, oder wird wahrscheinlich so sein, erste Trainer. Ich denke, jeder hat genug Respekt und trotzdem haben sie eine sehr gute Mischung. Und wir wussten, dass sie das toll machen werden, so haben sie auch gemacht. Und wir freuen uns für die Trainer und ich denke auch, dass wir heute auch für unseren Krankentrainer plus das ganze Trainerteam den Punkt nach Hause geholt haben. Gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten, ich sehe jetzt keine Handzeichen mehr, dann sagen wir danke für eure Aufmerksamkeit und für die Fragen. Danke. Schönen Abend. Ciao.